возникли первые случаи каннибализма. Они ночью вырезали ту или иную часть тела умершего и дальше тайно от других старались его или сварить, или поджарить и съесть. Кишки, конечно, никто не вырежет, не возьмет. Другие части могут быть как-то заражены, кожа, скажем, или... А вот печень, это может быть применена в пищу. Легкие иногда могли быть вырезаны. As the avalanche of Soviet prisoners continued, the very sight of them confirmed in many German soldiers their own racist beliefs. Man suchte vor sich selber fast unbewusst auch eine Rechtfertigung, dass man in diesen Krieg gezogen ist. Und nun sah man da Leute, die man von ihrem zivilisatorischen Zustand, von ihrer geistigen, also ihren mentalen Fähigkeiten, sich doch unterlegen fühlte. Ich schäme mich, das jetzt zu sagen. Wir denken heute da ganz anders drüber. Hitler despised the entire Slavic population of the Soviet Union and declared this conflict to be a war of annihilation. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. But he felt a special hatred for the Jews, believing that Moscow was the home of a Judeo-Bolshevist world conspiracy. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokratenklicke. Jüdischer Bolschewismus, das war ja der große Feind. Und das war eben so wie Krieg, ne? Weil das eben die Gefahr für Europa darstellte. In unserer damaligen Sicht wohlgemerkt. Und da hat man eben die Juden als die Führungsschicht oder als diejenigen angesehen, die die Sache drüben in der Sowjetunion fest im Griff hatten. Having joined the Hitler Youth when he was 10 years old, Karl-Heinz Benke volunteered for the Waffen-SS in 1940. Ich finde es einfach unvorstellbar, dass man eine Rasse an sich für ein Phänomen wie den Bolschewismus pauschal verantwortlich macht. Sehe ich heute auch so, aber damals Ausschluss hat man das eben nicht gesehen. Ne? Weil man da eben über diese Dinge also gar nicht so viele Gedanken machte. Ne? Wir nahmen an, das, was hier geschieht, ist rechtens. The leadership of the German army was complicit in the criminal policies of the Nazis. Also was für eine Moral war das dann noch, wenn man sich über das Kriegsrecht hinwegsetzt und solche Befehle rausgibt? Ja, wenn ich der Meinung bin, dass das eine Gefahr für die westliche Welt ist, wenn die Sowjetunion eine Gefahr ist für die Zivilisation, dann ist das schon auch von der Seite aus gesehen, wenn ich das anerkenne, wenn ich das glaube, ist das schon eine Moral, die da aufgebaut ist. Dann muss ich das moralisch verhindern und die Moral sagt mir, dann muss ich auch dort zu Mitteln greifen, die ich sonst nicht anwende. War ja noch der Sieg klar. Nun, wenn wir gesiegt hätten, dann wäre alles richtig gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Ja? Wenn wir den Krieg gegen die Sowjetunion gewonnen hätten, dann war alles auch, was an Verbrechen oder was war, wäre dann richtig gewesen.